Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Tears of the Kingdom. Wir wollten heute mal schauen, ob wir die Stelle finden. Ich hoffe, ich laufe hier in die richtige Richtung, an der wir den letzten Teil unserer Kletterausrüstung finden. Das muss ja auch irgendwo beim Sora-Dorf sein. Ich schaue nochmal ganz kurz auf die Karte. Also ja, ich habe gelesen, irgendwo hier in diesem Bereich muss ich das befinden, wo wir die Kletterausrüstung finden können. Naja, wir gucken einfach mal, ob ich hier vielleicht irgendwas entdecken kann. Irgendwas Interessantes. Da unten ist erstmal so ein kleiner Kumpane, den wir abschießen können. Das war viel zu... Ui, ouch. Aber ich habe ihn zwei oder dreimal getroffen, glaube ich. Wartet mal, kann ich eigentlich die Rubine, habe ich das schon probiert, ob ich die fotografieren kann? Ich glaube nicht, ne? Nee. So, lasst mich mal weiter gucken. Da ist eine Höhle. War ich in der Höhle schon? Wieder mal rein. Gucken wir mal, ob hier irgendwas Interessantes zu finden ist. Hallo? Kommt ihr nochmal wieder? Gipfelhöhle im Sorana-Hochland. Hm. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Na gut, gehen wir mal rein. Huch. Direkt mal ins Wasser gefallen. Kann ich hier aus dem Wasser irgendwas rausfischen? Nee. Aber hier kann ich mich hochdingseln. Durch die Decke. So. Okay. Und da oben sind Bockblins. Gucken, kriege ich das damit auch kaputt hier, die Steine? Ja. Einigermaßen. Oh. Die nehme ich auch noch mit. So, einer. Zwei. Das ging gut. Leuchtfische haben wir hier. Oh, und da kann ich Zeug einsammeln. So. Der Fisch ist doch direkt unter mir. Warum? Kann ich ihn den nicht mitnehmen? Okay, dann halt nicht. Komme ich jetzt da nach oben? Kriege ich das hier rüber hin? Mal gucken. Nee. Dann müssen wir klettern. Gucken, ob ich das hinkriege hier. Oder ob es hier zu nass ist. Nee, scheint zu gehen, glaube ich. Nee, oder auch nicht. Ach, Manno. Lass mal los, Link. Wir müssen erstmal zurück an Land. Da ist auch noch ein Loch in der Decke. Komme ich denn hier überall hoch? Könnten wir halt mit diesen Platten, die da liegen, was bauen? Ich probiere es einfach mal. Das ist halt nicht so viel Material, was ich hier zur Verfügung habe. Aber vielleicht reicht es für eine kurze, kleine Rampe, an der ich mich hochdingseln kann. Wisst ihr, wie ich meine? So.
Huch, was hast du denn jetzt gemacht? Ist er einfach ins Wasser gerutscht. Das wird wahrscheinlich nicht halten, denke ich. Das ist auch viel zu kurz. Ja, es ist viel zu kurz. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich könnte erstmal vielleicht sowieso die Kletterrüstung anziehen. Bräuchte mal diese Anti-Rutsch-Rüstung. Das wäre schon mal nice. Klettertempo macht das halt nur. Aber nicht... Schwimmtempo. Das nützt mir ja auch nichts. Komme ich denn am besten da nach oben? Achso, ich könnte mich ja jetzt da drauf stellen. Und dann durch die Decke? Ja, das geht. Oh mein Gott. Da sind noch mehr Bockblins. So. Sehr gut. Von denen sammle ich mal auch schon ganz schön viele, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir das eventuell noch brauchen werden für diese Leuchtrüstung später mal. Noch ein Bockbogen. Ich habe ihn übrigens schon gesehen, da drüben. Weiß nicht, wie wir hinkommen. Ich könnte gucken, ob ich da auch nochmal durch die Decke komme. Eigentlich müsste das gehen. Was ist das hier? Warum ist hier so ein dicker Knödel? Das weiß auch keiner so genau. Aber hier ist keine Truhe auf jeden Fall oder irgendwas. Noch ein Bockbogen. So, wie viele Bögen haben wir denn inzwischen, sagt mal. Lauter so Mini-Dinger hier, ne? Ich nehme die einfach mal und benutze die erstmal so lange, bis wir was Besseres finden. Ja, hier kann ich wahrscheinlich einfach durch die Decke in den Turm, oder? Das ist doch direkt unter dem Turm hier. Ich gehe mal nochmal darüber. Da müssten wir ja auch einfach von unten hochkommen. Kann ich den vorher vielleicht erschießen? Nee, ich probiere das, wenn ich da bin. So. Blup. Jep. Da ist er. Kann ich dich eigentlich auch fotografieren? Oder habe ich dich schon fotografiert? Ich habe dich schon fotografiert. So, halt mal ein bisschen still, wenn es geht. Der Kleine fällt halt immer so ein bisschen weg von ihm. Dann müsste ich mich woanders hinstellen, damit ich den erwische. So, jetzt habe ich aber alles. Okay, dann können wir jetzt hier wieder raus. Das war also offenbar nicht der richtige Ort. Ich gucke mal weiter. Erstmal so straight, geradeaus nach unten quasi. Ob ich hier noch was finde. Bin ich denn noch an der richtigen Stelle eigentlich? Wartet mal, ich will nochmal auf die Karte gucken. Naja, hier so der Bereich, den würde ich erstmal ein bisschen absuchen. So. Sonst ist hier erstmal nichts. Da leuchtet was, aber das ist wieder bloß irgend so ein Samen oder eine Pflanze oder sowas. Da unten ist wieder so ein Glitzerviech. Oh, und noch eine Höhle? Ja, noch eine Höhle. Ach du Scheiße. Hör doch was. Au. Hat schon wieder weh. Ja. Der Markus hat mir gesagt, ich soll mal ein bisschen mutiger sein beim Kochen und da auch ruhig mal ein paar mehr Zutaten verwenden. Ich bin immer so ein bisschen, ja, ich will das immer nicht so verschwenden. Keine Ahnung. Und dann nehme ich halt immer nur zwei Sachen. Manchmal krittet es dann und dann kommen zu viele Herzen bei rum. Und das ist mir dann auch wieder blöd, weil,
Keine Ahnung, wenn ich nur 3 Herzen verloren habe, brauche ich nichts essen, was 10 Herzen auflädt. Das denke ich mir halt. Ist noch eine Höhle. Schleichweg im Sorana Hochland. Wir gucken mal. Oh, ein Edeltrüffel. Ein Maxi-Edeltrüffel sogar. Ja, aber er hat ja recht. Ich werde einfach mal gucken, dass ich vielleicht auch mal ein paar mehr Zutaten dann benutze beim Kochen. Einfach damit dann vielleicht nicht unbedingt 2 Herzen Sachen dabei rauskommen. Da ist wieder so ein blöder Schleim. Wie komme ich denn jetzt an den am besten dran? Ohne, dass ich hier von seinen Steinen erwischt werde. Na! Autschen. Okay. Hä? Achso, ja, stimmt. Ich muss ja erst eine Bombe. So. Okay, aber du kannst jetzt eigentlich mal was essen, bevor der dich hier wieder trifft. Ja, also solche Gerichte, die sind halt eigentlich unnötig dann mit 3 Herzen, weil sowas wäre hier halt immer am besten, so, ne, 5 plus. Ich muss mal gucken. Ich probiere das einfach mal, dass ich ein paar mehr Sachen auch verkoche. Ich esse jetzt hier erstmal kurz so ein paar Beeren, einfach nur so. Ja, ich weiß, die sind eigentlich für so, da kann ich mir Zeug kochen, was auch Effekte gibt. Ich weiß, aber guck mal, ich habe so viel davon. Da kann ich ruhig auch einfach mal sowas wegessen. So, jetzt bin ich wenigstens wieder voll. Raus aus dem Wasser. So, und jetzt so. So. Müsste hin sein, ne? Da ist noch eine Donnerblume. Oh, nice. So. Da haben wir eine Truhe. Eine Sora-Lanze. Oh, nice. Das ist ja geil. Die brauchen wir doch eh für das, für die eine Quest. Dann werde ich mal einfach das hier wegwerfen. Und die Sora-Lanze mitnehmen. Da können wir uns nämlich so eine Lanze des Lichts, oder wie das hieß, machen lassen. So, aber sind wir jetzt hier richtig? Hier geht es ja auf jeden Fall noch weiter. Kriege ich denn das Zeug da weg jetzt? Wundert euch übrigens nicht, wenn ich heute so ein bisschen, ich sag mal, wortkarger bin. Bin heute ein bisschen müde. Also mehr als sonst. Also bitte nicht wundern. Kann ich da vielleicht einfach einen Feuerpfeil reinschießen? Brennt das? Nee. Brennt leider nicht. Aber eine Bombe verschwenden? Ja, ach komm, ist egal. So. Ach nein, hier sind wieder Affen. Scheiße. Ich muss auf jeden Fall aus dem Wasser raus, bevor die mich sehen. Ja, ist egal. So. Okay. Zwei haben wir schon mal erledigt. Da ist noch irgendwo einer. Moment. Ich sammle das Zeug gleich auf. Ich muss nur... Wo ist der Affe da? Oh, Alter. Das war jetzt aber haarscharf. Okay, mein Schwert ist zerbrochen. Ja, nimm mal ruhig erstmal die Peitsche wieder. Ach, ist schon... Ist eh schon hin. Okay. Diese komischen Lanzen hier von denen, die will ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Die finde ich irgendwie immer doof. Eventuell baue ich mir da noch irgendwas auseinander. Wartet mal. Die sind doch... Kann ich die auseinandernehmen so? Ich muss die erst aufsammeln, ne?
Okay, wartet mal. Dann mach mal hier. Mach mal hier das ab. So. Ach, dann wird es ein Stock. Ah, ne, dann nicht. Ich dachte, ich krieg vielleicht die... den Speer halt, ne? Aber leider nicht. Kann ich das nicht fotografieren? Nein, ich wollte das nicht aufheben. Lass es mal fallen. Will das fotografieren? Ne, habe ich schon. Aber irgendwas habe ich hier noch nicht fotografiert. Sonst... Da war doch ein Fragezeichen. Ach, egal. Gut, nee, wir lassen das mal liegen. Ich hätte gern die Lanze gehabt. Aber den Stock können sie meinetwegen behalten. Da oben ist noch Zeug. Komme ich da ran irgendwie? Oh, Link, komm. Das schaffst du doch. Na komm. Ein bisschen darüber. Einfach mal ein bisschen darüber, Link. Ich sehe nichts. Ich würde gern hoch und dann ein Stück da so rüber. Mann. Er kriegt's nicht hin. Luna dreht hier gerade voll durch. Geh nochmal. Na komm. Nach oben, nach oben, nach oben und rüber. So, bin ich jetzt über dem Stab? Ja. Vorsicht. Nein, Link, nicht wieder runter. Ach, egal, dann ist es halt so. Ist mir jetzt wurscht. Ich lasse das Zeug jetzt einfach dort. Den Fisch hätte ich gerne noch. Hab ich. Sehr nice. Okay. Boah, Ausdauerkrabben können wir eigentlich mal wieder eintauschen gehen. Der eine hat ja gesagt, er gibt uns Geld dafür. Wenn wir ihm die bringen. Ah, meine Peitsche auch kaputt gegangen? Sag mal. Ja, offensichtlich. Nee, da ist sie. Und damit geht's nicht, Link. Geht's damit? Damit geht's auch nicht. Damit vielleicht? Ja, damit geht's. So. Bin ich denn hier, Mensch? So, ich habe gar nicht zurückgeguckt, ob da eventuell noch irgendwo Löcher in der Decke waren oder so. Muss ich vielleicht doch da... Was ist denn da oben? Ist da eine Truhe? Ist halt eine Truhe, ne? Ach, Mann. Oh, ich bin doch auch so dumm. Ich bin wirklich dumm manchmal. Also, nee, nicht manchmal. Eigentlich bin ich immer dumm. Ich kann doch einfach durch die Decke hier. Ich bin auch so blöd. Ich vergesse das irgendwie immer, dass ich diese Sachen ja alle habe. Ich kann doch einfach hier durch die Decke. Oh, nee, da ist gar keine Truhe. Ich muss mich da auch erstmal dran noch gewöhnen. Hä, warum kann ich das jetzt nicht nehmen? Wollte gerade sagen, warum kann ich das denn nicht nehmen? Muss ich mich da auch echt noch dran gewöhnen, dass ich halt dieses zum Beispiel durch die Decke kriechen Modul habe. Dass ich Sachen fusionieren kann, damit komme ich ja inzwischen ganz gut klar. Aber ach, manche Sachen, die vergesse ich dann einfach. Aber hier scheint auch nicht richtig zu sein, wo wir hin müssen. Ich finde hier zumindest gerade keine Truhe oder irgendwas ähnliches. So. Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe jetzt in der Höhle nichts übersehen. Nochmal auf die Karte. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind schon sehr weit raus. Ich würde fast nochmal zurücklaufen. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht habe ich hier auch doch noch was verpasst, weil ich glaube, so weit raus muss ich nicht. Ich habe gesehen, das ist halt so dieser Berg hier. Irgendwo im Bereich von diesem Berg, da gibt es was zu finden. Deswegen würde ich die Höhle nochmal gerade richtig absuchen, dass ich hier auch wirklich nichts verpasst habe.
Hier ist aber nichts mehr. Nichts, nichts, nichts. Tja, dann müssen wir mal weiter gucken draußen, ob ich da doch noch irgendwo was verpasst habe oder noch was finden kann. Noch eine Höhle vielleicht? Ja. Ist da noch was um die Ecke? Nicht von da? Oh, nee, wartet mal. Da ist noch ein Schleim. Da ist noch ein Schleim. Es könnte sein, dass da noch was ist. Bin ich von hier gekommen? Von wo bin ich denn gekommen? Bin ich von da gekommen? Oder von wo? Ja doch, von hier bin ich doch gekommen. Bin heute, wie gesagt, ein bisschen verwirrt und mir ist heute nicht so... nicht ganz so gut, deswegen seht's mir nach, wenn ich heute ein bisschen ruhiger und eventuell nicht ganz so gut drauf bin. Aber ich brauchte halt auch die Folgen. Sonst hätte ich nicht mehr genug für den Rest der Woche gehabt, leider. Ja, so. Probiere ich mal hier hochzukommen und relativ fix. So. Den Schleim da abzuschießen, wollte ich sagen. Pup. Pup. Und... ah, aua. Naja, einmal hat er mich getroffen. Hallo, Bogen. Och, Mann. So, jetzt. Nimm mal eine bessere Waffe. Schnell. Ach, Mist. Okay. Hat er einfach Sidon umgerollt. So. Okay. Oh, schnell weg. Nicht, dass mir die Kiste auf den Kopf fällt. Aber hier geht noch ein Gang entlang. Okay, das ist doch schon mal gut. Ich wollte mal hier was dran machen. Wartet mal. Was könnte ich mir denn da dran machen? Ah ja, mir wurde gesagt, ein Rhodonit, das gibt eine Feuerwaffe, aber ich habe ja schon eine Feuer... ich habe ja schon einen Feuerstab. Deswegen mache ich das jetzt mal gerade nicht. Sondern ich mache mir da jetzt einfach mal... hier so ein... was ist, wenn ich mir da so ein Eisexal vors Schwanz dran baue? Kriege ich da eine Eispeitsche? Eisexal vors Peitsche, Tatsache. Okay, cool. Ah ja, und an mein Schild soll ich meine Rakete anbringen, hat mir der Tafkan geraten, damit man halt auch mal so hoch fliegen kann. Da würde ich jetzt einfach den hier nehmen. Wartet mal. Eine Rakete. Habe ich eine? Gucken. Habe ich eine Raketenkapsel? Ja, habe ich. So. Und dann... dann möchte ich das aber auf ein Schild haben. Da muss ich ZL drücken. Also so. Ja. Funktioniert das jetzt? Wenn ich den Schild benutze, dann... also wenn ich jetzt den Schild benutzen würde, ich will es jetzt nicht gerade machen, nicht, dass die Rakete dann verloren ist, dann schießt es mich nach oben oder wie funktioniert das Ganze dann? Mal so gefragt. Oh, ein Sora-Schild. Ja, nun. Jetzt habe ich mir da den Raketenschnulli gemacht. Dann kann ich es ja auch eigentlich mal ausprobieren. Also wenn ich jetzt mein Schild ziehe... ah ja, Tatsache. Und dann ist die Rakete weg. Okay. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Dann kannst du den mitnehmen und dafür den da lassen. Und dann machen wir uns einfach... machen wir uns einfach demnächst nochmal an eine andere... an ein anderes Schild eine Rakete dran. So. Ja, unseren Ivarok-Hammer ja auch noch, stimmt.
Oh, ganz viele Leuchtsamen. Da könnte ich wieder was verkaufen. Und Krabben. Jede Menge Krabben. Also da kann ich dann im Dorf der Soras auf jeden Fall nochmal was eintauschen gehen. Aber wie ist das denn jetzt? Wo komme ich denn hier hin? Da oben wären nochmal Leuchtsamen. Die lasse ich jetzt mal. Okay, hier geht's weiter runter. Da ist nix. Hier geht's noch weiter rein. Nee. Da brauche ich hier wieder die Axt. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Das sieht ja sehr interessant aus. Hier könnte ich mir schon vorstellen, dass es was Wichtiges gibt. Eine Statue. Ich muss übrigens auch das Foto noch abgeben von Mifa im Mondschein. Im Dorf, das darf ich auch nicht vergessen. Kann ich das irgendwie... Ja, sehr gut. Okay. Da im Wasser ist auch nochmal Leuchtzeug, aber das kriege ich jetzt gerade nicht. Hier sind überall noch Edelsteine und sowas, aber wie gesagt, da komme ich jetzt gerade schlecht ran. Weil hier überall noch Wasser ist. Oh, da ist eine Truhe. Wartet mal, wie... Link, lass mal los. Komme ich da hin? Ich könnte von hier aus mir die einfach rausholen. Ja, das kriege ich hin. Nicht denn hier, hör mal. Oh, was sind das? Da ist irgendwie ein Tor oder sowas. Steht die da? Ja. Aufmachen. Holzpfeile, okay. Ich versuche mal, ob ich mit dem Tor was machen kann. Das war ja jetzt auch gelb leuchtend. Das heißt, ich kann das eventuell bewegen oder so. Oh, wie viele Ausdauerkrabben haben wir denn? Hör mal. Ja. Jetzt geht das Wasser halt runter. Aber wenn ich jetzt das loslasse, dann geht doch das Wasser wieder hoch, oder? Ah ne, das bleibt einfach da, wo es jetzt ist quasi. Okay, cool, dann kann ich mich ja jetzt hier nochmal umschauen. Da geht es auf jeden Fall nochmal weiter. Hier unter war ja eben noch ein Fisch. Ist der jetzt noch da? Ja. So. Oh. Okay, okay, okay. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Gut, dass ich hier unten mal reingekrochen bin. Was haben wir da? Die Kletterschuhe! Da sind sie! Nice! Eine mit antiker Technologie hergestellte Spezialbeschichtung an den Spitzen des Schuhen verringert die Wahrscheinlichkeit des... Und so weiter und so fort. Nice! Dann haben wir jetzt die komplette Kletterausrüstung. Das finde ich cool. Ich ziehe die jetzt einfach mal kurz an. Wobei wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht wieder klettern müssen. Deswegen werde ich mal das hier wieder anziehen. Aber da können wir nochmal zu den Feen gehen und oder zu einer der Feen gehen und unsere Sachen nochmal ein bisschen aufwerten lassen. Hier waren aber noch mehr Räume. Ich würde hier gerne noch ein bisschen weiter gucken. Da geht's noch irgendwo hin. Da ist nochmal ein Leuchtstein, den ich gerne hätte. So. Ansonsten, Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Kann ich hier irgendwas mit diesen Statuen machen? Nee. Kann ich nicht. Und hinter dem Tor ging es, glaube ich, auch noch irgendwo hin, wenn ich das richtig gesehen habe. Gib mal her. Kann ich hier irgendwie stehen? Ja, doch, so ein bisschen. Oh, ich höre noch so einen... Moment, da brauche ich erst wieder die Axt. So, das soll mir reichen. Da höre ich doch noch mal einen von unseren kleinen Freunden. So.
Schon wieder so ein komisches Schwert aufgehoben. Ah. Nein, bleib hier. Jetzt. Mist. Ich bin einfach zu langsam für den, der da immer wegspringt. Ich weiß auch gar nicht, ob man den überhaupt erwischen soll. So, sehr gut. Dann haben wir hier auch nochmal so ein Siegel gefunden. Das heißt, wenn wir dann irgendwann Colton finden, können wir dem auf jeden Fall einiges wiedergeben. Okay, dann gehe ich nochmal da hinten rein. Guck, ob da noch was ist. Aber... nö, das sieht nicht so aus. Okay. Ich glaube, dann haben wir hier alles soweit entdeckt und erkundet. Oh, die Truhe hätte ich jetzt auch so bekommen können. Ein rostiger Zweihänder. Ja, besser als der, den ich da vorher drin hatte, auf jeden Fall, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, das hätten wir. Das heißt, wir haben die Kletterrüstung, wir haben die Sora-Rüstung. Dann würde ich jetzt nochmal irgendwie zur Ranell-Spitze gehen, wenn ich die Quests abgegeben habe im Dorf. Achso, und ja, genau. Ich wollte ja eigentlich auch nochmal zu diesem Ort, der da oben war, wo wir quasi zum Wassertempel gekommen sind. Da wollte ich mich eigentlich auch nochmal umschauen. Aber das machen wir dann wann anders. Da würde ich mich jetzt erstmal zu den Sora nochmal rüberporten. Und das mit der Brücke, das müsste ich mir eigentlich auch nochmal genauer angucken. Mit diesem Fisch und so. Aber das können wir auch wann anders machen. Geben wir mal die Quest ab, die wir haben. Also die mit dem Foto. Kann ich noch was abgeben? Ich glaube, ja, und die Sora-Lanze. Ich weiß nicht genau, ob wir 3 Diamanten haben. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich hätte es eigentlich sehen können, wenn ich durchgescrollt habe. Aber ich gucke gleich nochmal nach. Vielleicht haben wir genug. Dann machen wir diese Lanze. Und wenn nicht, dann machen wir es wann anders. Genau. So. Okay. Dann wieder hoch. Ach ja, und Ausdauerkrabben könnte ich auch nochmal eintauschen gehen. Höp, höp, höp. Höp, höp, höp. So, wer wollte denn jetzt gleich wieder das Foto? War er das hier, der auf der Brücke stand? Die Dua? Ah, nee, das war er, genau. Immer hereinspaziert. So, du wolltest gerne mit mir Krabben tauschen, genau. Hi. Willkommen, ja. Das hier ist der Krämerladen. Bist aus einem anderen Grund hier. Hier, Krabben für dich. Oh, du hast, was ich haben möchte. Dann lass uns nicht lange herumkrebsen. Ich habe etwas. Und zwar einen Opal. Ich gebe ihn dir für 5 Ausdauerkrabben. Ja, gib her. Bitteschön. Raptastisch. Oh Gott. Können wir nochmal eintauschen? Werde ich das nächste? Krabbel gern mal wieder. Oh mein Gott. Diese Wortwitze. Hier, nochmal Krabben für dich. Tut mir leid, Link. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Außerkrabben zu essen. Ah, okay. Da muss man ein bisschen warten, also. Na gut, dann warten wir. Hat der irgendwas, was ich brauchen kann? Eigentlich nicht momentan. Fische brauche ich eigentlich auch nicht. So, wartet mal, ich guck mal eben, wie viele Diamanten haben wir denn? 2. Oh, Menno. Wir bräuchten 3. Shit. Wo kriege ich denn 3. Diamanten her? Ja, da müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Dann können wir die Quest leider nicht erledigen. Na gut. Dann würde ich sagen, probieren wir jetzt mal den letzten Teil der Barbarenrüstung zu kriegen. Ach so, nee, wartet. Ich wollte noch das Foto abgeben. Ich vergesse das irgendwie die ganze Zeit. Wo ist denn der mit dem Foto? Stand der nicht auch hier vorne irgendwo? Dachte ich eigentlich. Geh mal nach oben, vielleicht ist er da. Oho. Ach ja, stimmt. Hier war ja auch noch irgendwo so ein riesiges Bild, was wir uns angucken konnten, ne? Mit so einer Träne. Sollen wir die vielleicht noch suchen? Wir hätten hier einen Ballon. Hast du das mit der mit dem Foto? Prinzessin Mifa. Ja, genau, da ist es. Allein die Vorstellung. Ich
hab da was. Guck mal. Bitteschön. Ja, du! Aber das ist ja das Bild von Prinzessin Mifa, so wie es mir vor Augen schwebte, unvergesslich, erhaben und edel. Ach, welch unbeschreiblicher Anmut und welch Glück, dass ich auf meine alten Tage doch noch ihre verloren geglaubte Schönheit erleben durfte. Link, mein Dank sei auf ewig dein. Nimm dieses Sora-Schwert als Lohn für deine argen Mühen. Ach doch, warte, du hast, genau, zu viel Zeug. Moment. Jetzt. Danke dir. Danke, danke. Ja, damit. Ein Sora-Schwert hat auch nur 6. Mögen sie auch die Zeit... Und König Sidon. Erfrischt und zuversichtlich blicke ich nun in die Zukunft. Das habe ich jetzt mal nicht vorgelesen, weil... Ja, das Sora-Schwert hat auch nur 6. Dann könnte ich da aber trotzdem mal was rauf machen. Vielleicht mal hier so ein Exalfos-Sporn. Was ist eigentlich damit? Königsschuppe. Macht das irgendwas? Soll ich das mal probieren? Mein Brauchen tue ich die da jetzt eigentlich nicht mehr für irgendwas. Ich probiere mal, was das, ob das irgendwie geht. Ans Sora-Schwert. Was haben wir da jetzt? Flugschwert, Stärkung bei Nässe. 22 macht's, wenn es regnet. So, und dann haben wir halt noch die Sora-Lanze. Die würde ich mir erstmal aufheben. Da brauche ich halt noch einen Diamanten. Mal gucken, ob ich da noch einen finde irgendwo. Na gut. Okay, dann sind wir hier aber erstmal fertig. Wartet mal, ich rüste jetzt mal den Feuerstab aus und meine Schneehose, denn der Tafkan hat mir verraten, das müsste eigentlich schon gut gegen Kälte helfen. Ihr seht, mein Kälteschutz ist relativ hoch, also Kälteschutz. Mir ist halt jetzt gerade nicht so kalt, glaube ich. Und dann porte ich mich mal zur... Ranell-Spitze, wo war das hier? Moment. Muss ich gerade mal gucken. Wir müssten noch mal die ganzen Schreine machen, damit ich wieder meine Markierungen benutzen kann. Ach, da unten. Genau, und irgendwo hier im Bereich der Ranell-Spitze, da muss es dann halt auch... Könnt ihr mir vorstellen, vielleicht hier, das sieht so ein bisschen aus, als wenn da vielleicht eine Höhle oder sowas wäre. Ich mache mir hier mal eine Markierung hin oder hier. Das könnte auch sein. Ich mache mir hier meine Markierung hin, einfach, dass da eventuell was sein könnte. Wir gehen mal zur Ranell-Spitze und dann gucke ich mal von da aus, wo wir da genau eventuell was finden. Vielleicht da bei diesen Bäumen. So markante Orte sind ja eigentlich immer ganz gut und prädestiniert für so Zeug. Aber ich hätte gerne den letzten Teil der Barbarenrüstung und dann müssen wir schauen, dass wir an Schwertgras kommen. Dass ich die aufwerten kann. Das wäre wichtig. So. Sehe ich denn diese Markierung jetzt auch auf meiner Karte? Nee, natürlich nicht. Welche Richtung gucken wir gerade? Nach... In die ganz andere Richtung. Das heißt, ich muss hinten raus. So. Also hier entlang. Geh mal da so entlang. Ach ja, und wir müssen ja immer noch die große Statue der Göttin fotografieren. Habe ich den Schrein schon? Ah. Ich gehe da mal hin. Dann notporten wir uns wieder hoch. So, nicht wieder die falsche Taste drücken oder gar keine. Da ist auf jeden Fall ein Schrein. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Achso, das ist so ein Sprungbrett. Hier sind mehrere Sprungbretter. Warum sind hier so viele Sprungbretter? Hm. Keine Ahnung. Okay.
Hier haben wir Raketen. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Das ist schon mal gut. Mist. Noch ein Stück. Mist. Jetzt ist er weggelaufen. Okay, da ist eine Höhle und hier ist ein Schrein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Habe ich das da schon fotografiert? Ja, das ist Frostkraut. Wir brauchen aber Schwertgras. Gut, dann würde ich erstmal den Schrein machen. Und dann gehen wir beim nächsten Mal dann in die Höhle rein. Ich hoffe, ich schaffe den Schrein jetzt noch. Aber guck mal, da sind wir jetzt an der Stelle, wo ich gesagt habe, da könnte was sein. Vielleicht haben wir Glück. So, was ist das für ein Schrein? Ausbruch heißt der. Na gut. Ja, zur Not mache ich wieder im Schrein dann Pause. Das geht ja auch. Ausbruch. Okay, wir müssen da hoch offensichtlich. Wie komme ich da nach oben? Offensichtlich über diese Blöcke. Da unten ist nix. So. Boah, da komme ich gar nicht ran. Die ist viel zu hoch. Nee, da komme ich gar nicht ran. Kann ich an denen hochklettern? Nein. Ja, aber wie soll ich dann hochkommen? Hier irgendwas, was ich benutzen kann? Nee. Kann ich an dir hochklettern? Auch nicht. Hm? Kann ich aber da auch nicht abmachen. Nee, hä? Kann ich auf die Lampe? Ja, auf die Lampe kann ich. Ah. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich. Nein. Geh mal da drauf, Link. Er hält sich nicht fest. Hä? Weiß nicht, was ich hier noch. Hä? Ist da oben noch irgendwas drin, was ich aufheben kann? Nee. Also ich kann auf diese Blöcke nicht klettern. Kann ich. Wartet mal, kann ich. Meine Sachen kann ich ja hier nicht benutzen, ne? Glaube ich. Nee. Darf ich nicht benutzen, genau. Nee, ich komme da nicht hoch. Ist da irgendwo eine Leiter oder sowas dran? Nee, auch nicht. Kann die halt verbinden, aber was bringt mir das? Eigentlich nix. Puh, ich bin gerade ein bisschen überfragt, Leute. Was ich hier machen soll. Also machen wir es doch beim nächsten Mal. Ich werde hier noch ein bisschen überlegen während der Pause. Und dann mal gucken, ob es mir einfällt, wie es funktioniert oder ob ich es rausfinde.
Ansonsten gehe ich wieder raus. Dann lassen wir den Schrein erstmal. Na gut, dann soll es das aber erstmal gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Tears of the Kingdom. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!